In diesem Video reisen wir von Hanoi zu der wunderschönen Bergregion Sapa, die für ihre Reisfelder bekannt ist, besuchen dort Moana, einen Miniaturpark, erkundschaften die Gegend mit einem Roller, bekommen unerwartete Gesellschaft und landen in einer absoluten Traumkulisse. Die Reise von Hanoi nach Sapa ging ungefähr 7,5 Stunden und kostete uns umgerechnet 100 Euro für unser Taxi. Denn auch wie in Thailand waren hier Hunde in den öffentlichen Verkehrsmitteln leider nicht erlaubt. Eine wichtige Info für alle, die wie wir vorhaben, ein Mietauto zu buchen, um Vietnam auf eigene Faust zu erkunden. Schwierig, sehr schwierig. Denn für alle Ausländer sind die Mietautos extrem teuer. Man muss eine hohe Kaution hinterlegen und darf damit auch nicht das komplette Land bereisen. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und sind in diesem Land sehr viel Taxi gefahren. Unsere Reisezeit in Vietnam war leider sehr begrenzt, da es zu diesem Zeitpunkt nur 30 Tage visumsfrei gab. Ein paar Wochen nachdem wir Vietnam verlassen hatten, erhöhte man es auf 45 Tage. So hatten wir einen recht straffen Zeitplan und hatten für Sapa nur 3 Nächte eingeplant. Wir sind da in Sapa und sind gerade angekommen. Und jetzt zeige ich euch mal unser Hotel. Hier oben geht es die Treppen hinunter und hier sind 2 Zimmer, eins davon ist leer und somit können wir hier den kompletten Platz für uns nutzen und für Mogi zum Spielen. Das Beste an diesem Zimmer ist wohl die Aussicht. Wow! Wie schön, oder? Aber jetzt gehen wir doch mal rein. Hallo Mogli! Wir haben uns von da draußen ganz viele Stühle und Tische geschnappt, um uns das drin etwas gemütlicher zu machen. Es gibt hier 2 Betten, einmal für unser Schlafbett und einmal unser Ablagebett, denn das ist der einzige Schrank, den es hier gibt. Außerdem gibt es hier 2 Fernseher, für was auch immer. Genau, dann haben wir eben Stühle und Tische von draußen geholt, um 2 Arbeitsplätze zu machen. Und bitte, wie geil ist das denn? Arbeiten mit dieser Aussicht. Besser geht es doch gar nicht, oder? Es gibt leider keinen Kühlschrank und das Waschbecken vom Badezimmer ist draußen. Auch hier haben wir einen Stuhl geholt, weil es leider nicht ausreicht vom Platz. Und das Bad, ja, wie immer eine Dusche ohne Duschkabine. Und hierfür bezahlen wir ungefähr 31 Euro pro Nacht. Nach unserer Ankunft besuchten wir noch den Miniaturpark Moana, der nur wenige Gehminuten von unserem Hotel entfernt war. Hier wurde Bali in Miniatur nachgebildet. Super schön, zumal wir ursprünglich vorhatten, nach Bali zu reisen. Wir es dann aber wieder verworfen hatten, als wir erfuhren, dass Mogli dafür 4 Wochen in behördliche Quarantäne hätte gehen müssen. So waren wir schließlich doch noch in Bali und das sogar mit Hund. Wir buchten uns dann noch direkt im Hotel eine Wanderung durch die Reisfelder vor dem Folgetag und mieteten uns noch für den restlichen Tag einen Roller, womit wir noch die Gegend erkundschafteten. Der Verkehr in diesem Bergdorf war der absolute Wahnsinn. Wir waren heilfroh, als wir endlich draußen waren. Die ganze Fahrt war super schön, vorbei an vielen Reisfeldern, an Holzschnitzereien und an Ochsen, die der Straße entlang getrieben wurden. Wow.
Wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken. Wir haben hier allerdings starke Begleitung. Hallo! Hallo! Genau, die ganzen Mädels laufen mit und bringen uns quasi zum Kaffee. Sehr lustig. Diese bunt gekleideten Frauen kann man hier überall mit ihren Körben auf dem Rücken sehen. Darin ist meist etwas Selbsthergestelltes, was sie versuchen zu verkaufen. So natürlich auch hier. Aber sie zeigten uns auch einen super schönen Weg zu einem Restaurant und schaut euch mal bitte diese Kulisse an. Wir hätten nur zu gern mehr Zeit in Sabah verbracht. 3 Nächte waren eindeutig zu kurz. Wir sind jetzt in diesem richtig, richtig, richtig schönen Restaurant, wo man direkt an den Reisfeldern sitzt und den perfekten Blick ins Tal hat. Richtig schön. Ein besseres Kaffee hätten wir definitiv nicht finden können. So schön hier. Dann durften noch alle Kinder einmal Mowgli streicheln, bevor es weiterging zu einem Wasserfall. Dieser Wasserfall heißt im Internet schlichtweg Waterfall. Darüber könnt ihr ihn finden. Der Weg hierher ist allerdings so schmal, dass man nur mit einem Roller hierher kommen kann. Hier wurde neben der alten Brücke einfach die neue gebaut und diese ihrem Schicksal überlassen. Aber selbst dieser neue Weg hatte schon die ein oder andere Schwachstelle. Wärt ihr über diese wackelige Bambusbrücke gelaufen? Und dann war hier diese süße Omi, die uns etwas versuchte zu verkaufen, aber kein Wort Englisch konnte. Wir gaben ihr etwas Geld und gingen weiter. Ein Problem, das wir auf unserer kompletten Vietnam-Reise immer wieder hatten, dass die Menschen hier kein Englisch gesprochen haben und wir uns somit nicht verständigen konnten. Und da war er, der Wasserfall mit dem Namen Waterfall. Leider, leider sehr unspektakulär. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben mit dem Roller jetzt noch einen kurzen Stopp eingelegt an diesem Staudamm, der ziemlich beeindruckend aussieht. Allerdings ist das Wasser eine richtig braune Brühe. Und auf der anderen Seite, wo das Wasser gestaut wird, sieht man das Ganze nochmal, wie braun dieses Wasser ist. Und auch extrem vermüllt. Kannst du hier unten sehen. Und auf der anderen Seite ist es gerade noch viel, viel, viel schlimmer. Das kann man hier jetzt nicht so gut erkennen. Aber ziemlich krass, dass die Leute hier einfach alles ins Wasser oder in die Natur schmeißen. Es war so traumhaft, hier entlang zu fahren, aber dann dieser ganze Müll. Und mittendrin wurde gefischt. Ja, Mahlzeit. Umso ärmer die Länder, umso weniger Bewusstsein für die Natur. Im nächsten Video machen wir mit Mowgli eine Tageswanderung durch die wunderschönen Reisfelder von Sabah. Kommen dabei an Handfeldern, Büffeln, die sich im Schlamm wälzen, vielen armen, bettelnden Kindern und vielen wunderschönen Reisfeldern vorbei.